Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. der ersten Folge hier beim Disco-Simulator. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Ganze kommt von Playway, ist jetzt neu erschienen. Und da wollen wir uns ja nicht nehmen lassen, da mal reinzuschauen. Denn was gibt es Besseres wie DJ Malus, der eine eigene Disco eröffnet? So sieht's aus. So, wir müssen eine Managerin auswählen. Martas ehemalige Angestellte im Bankwesen. Sie hat die Fähigkeit, kostet bla bla bla. Zusätzlich 5000 für den Anfang, Ausrüstung 10% günstiger. Gut, andere Manager können wir noch nicht auswählen. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Leute, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da mehr davon sehen wollt. So, jetzt sollen wir uns einen Club auswählen. Okay, die sind alle noch nicht freigeschaltet sozusagen. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Wir könnten jetzt in Los Palmas anfangen. Feier, mittelgroßer Club, vielfältige Kundschaft. Kleiner Club, vielfältig. Kleiner Club, Kunden dringend viel, hohe Miete. Ich würde sagen, wir nehmen Cameo. Ist zwar eine hohe Miete, aber ist irgendwie ein cooler Club. So. Jetzt geht's weiter. Ziel des Clubs, beende mit 100.000 Euro. Den Abend mit 100.000 Euro plus wahrscheinlich. Clubname. Ich bin ja voll überrascht. Wir nennen es einfach The Vibe. The Vibe. So. Warum kann ich denn das T nicht groß schreiben? The Vibe. Doch, geht doch. Spielmodus. Erfülle die Siegbedingung. Kreativer muss das sein. Fantasie. Ja, wir machen schon den Standardmodus hier. Wir wollen ja die Siegbedingung erfüllen. So. Ab geht die wilde Fahrt rein in den Club, Leute. Disco-Simulator. Jeder Kunde verhält sich ein wenig anders. Manche trinken mehr Alkohol, andere tanzen nicht gerne. Und wieder andere müssen öfter auf Toilette. Ja, ist ja wunderbar. So, okay, sehr cool. Das ist unser Club, Leute. Ach du heiliger Scheiße, was ist das denn für ein Club? Vor allem, wie sieht das denn hier draußen rum aus? Ist ja voll abgespaced. So, Lounge-Möbel kaufen, Toilette bauen, Tanzfläche bauen, Türsteher, Barkeeper einstellen. So, das sind unsere Aufgaben erstmal. Dann würde ich sagen, starten wir. Diskotag starten. Okay, Tag 1 ist Freitag. Was haben wir hier oben? Erwartete Anzahl an Kunden. Sehr gut. Was ist das? Reputation. Ach, das ist die Beliebtheit. Und die Ausstattung. Dass sich die Kunden wohlfühlen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Was können wir hier machen? Wände bauen, Bars. Wir sollen ja zuerst Lounge-Möbel kaufen. Moment, dann hier Lounge-Möbel. Hier gibt es Toiletten, Lounge-Möbel. Dann würde ich sagen, hauen wir uns mal hier so ein paar schöne, launchige Möbels hin. Was sieht denn gut aus? Hier so ein schönes... Ja, weiße Sitzfläche weiß ich nicht. Weiße Sitzfläche weiß ich nicht wirklich. Ich würde eher so eine Holzbank hinstellen. Die kannst du wenigstens abwischen, wenn einer drauf kotzt. Ist ja jetzt im Club nicht außergewöhnlich, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, komm, wir stellen Holzbänke hin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist denn hier, wo geht denn das hier rein in den Club? Hier geht's rein. Gut, dann machen wir hier erstmal so einen kleinen Lounge-Möbelbereich. So, stellen wir erstmal die Dinger hier hin. Komm, 1, 2, 3. So. Toiletten bauen. Okay, wir sollen Toiletten bauen. Oh, wo sollen wir denn die Toiletten hinbauen? Warte mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Toiletten hinbauen. Da müssen wir wahrscheinlich noch eine Wand einziehen, weil sonst wird das ja nichts. Gut, dann Wände. Wand mit Fenster. Nee, würde ich erstmal ohne Fenster machen. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir die Toilette hin? Ich würde tatsächlich hier im hinteren Bereich. Die Leute müssen durch den ganzen Club laufen, um auf Toilette gehen zu können. Das ist eine wichtige Sache. So. Oh, das ist aber groß, oder? Ist das nicht ein bisschen groß für Toilette? Ja, komm, ist egal. Wir ziehen mal hier eine Wand rein. Dann brauchen wir noch eine... Oh, warte mal, was haben wir hier? Dekoration. Aber hallo. Hier können wir die Wände aber noch richtig bunt machen. Das ist ja eine... Alter, was gibt's denn hier alles? So, das ist ja eine ganz wilde Nummer. Komm, dann machen wir hier so ein bisschen. Das sieht ja wirklich sexy aus. Komm, hier so grün. Die Toiletten sind grün. Warte mal, wir müssen auch noch eine Tür reinbauen, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Naja, komm, dann machen wir das erstmal. Dann Wände. Türen. So, was nehmen wir denn für eine Tür? Irgendeine schöne Tür. Oh, das ist ja hier, wie die Sims, Leute, ey. Hier ist so eine große Doppeltür mit Herzchen. Das ist doch geil für Toilette, oder? So. Ja, okay, das sieht doch schon mal super aus. So, jetzt brauchen wir Toiletten. Warte mal, bauen. Disco, Toilette. So, was haben wir hier? Ach, hier, Pissu-Becken. Pissuas. Alter, wie groß sind denn die Toiletten? Uiuiui.
Okay, jetzt brauchen wir natürlich was, was hier auch so. Das sind einzelne Toiletten. Ah, das ist das gleiche, nur nochmal einzeln. Oha, da hätten wir aber noch tatsächlich noch ein bisschen größer bauen müssen. Das passt ja nicht mal hier rein. Doch, passt rein. Geht sich das mit der Tür aus? Oh, warte mal, kriege ich da auf die andere Seite auch noch eine? Das wäre ja genial, dann haben wir ja optimale Platzausnutzung. Ah ja, guck doch mal. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier drüber fliegen. Was haben wir hier? Warte mal, irgendwie können wir, glaube ich, auch die Wände ausblenden oder so. Warte mal, warte mal, warte mal. Eine Sekunde. Optionen, allgemein, Kamera, Gegenstand verkaufen, Wände verstecken, Space. Aha! So, was haben wir hier? Nicht. Bewegen, verkaufen, Watteschlange. Watteschlange hinzufügen. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Wo sollen die denn noch warten? So. Und hier noch Watteschlange hinzufügen. Zack. So, dann können die sich da hinstellen. Okay, perfekt. Wände wieder einblenden. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir als nächstes Toiletten. Haben wir Tanzfläche. Wir brauchen eine Tanzfläche, Leute. Wo die Leute richtig abhotten können. Boah, crazy Mucke am Start auf jeden Fall. So, Tanzfläche. Dann würde ich sagen, machen wir hier so ein buntes Ding rein. Wild. Wild auf jeden Fall. So, warte mal, das ist gar nicht so einfach. Die Tanzfläche setzen wir. Wir brauchen ja bestimmt auch noch eine Bar und so ein ganzen Zeug, ne? Boah, Tanzfläche. Machen wir hier direkt neben die Toilette. So. Zack, zack, zack. Würde ich vielleicht sogar noch eins größer machen. So. Oh, nein, 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 nein. Wartet mal. So. Und was ist der Unterschied zwischen der und der eigentlich? Keine Ahnung. Gut, okay. Tanzfläche haben wir auch. Das passt. Jetzt brauchen wir noch einen Türsteher. Wir sollen einen Türsteher einstellen. Ich glaube, Türsteher ist ja mit Sicherheit hier vorne, ne? Kein Mitarbeiter. Okay, warte mal. Dann hier unten auf Mitarbeiter. Türsteher. Da haben wir einen. So, einstellen. Level 1, Level 1, Level 1, Level 1. Kosten 100 am Tag, 115 am Tag. Aber was kann der denn? Ist der irgendwie besonders gut? Wo sehe ich denn die Specs von dem? Achso, das ist die Zeit hier. 115 wahrscheinlich. Achso, der braucht wahrscheinlich dann weniger. 80 am Tag, 200 am Tag. Das ist schon teuer, oder? Nehmen wir mal ein gesundes Mittelmaß. Den Vincent, der hat einen Anzug an, der sieht gut aus. Vincent einstellen und Jacob stellen wir ein. Die passen gut zusammen. So, Barkeeper einstellen. Barkeeper, ich habe nicht meine Bar gebaut, Mann. Okay, was haben wir hier für eine Bar? Heiliger Bimbam, was gibt's denn hier alles? So, wir brauchen auf jeden Fall eine Bar. 14, maximal eine Person. Da können immer nur maximal eine Person arbeiten. Ja, dann nehmen wir die Bar. Die sieht da ganz cool aus hier, die erste. So, machen wir direkt neben das Scheißhaus, kommt die Bar. Würde ich sagen. So, die Leute müssen, wichtig ist, die Leute müssen durch die ganze Disco erstmal rammeln, um zur Bar zu kommen. So, okay, dann machen wir hier mal eine Watteschlange dazu, würde ich meinen. So. Okay, so. Warte mal, kann man das hier auch verschieben, diese Watteschlange? Nee, ne? Gut, dann haben wir das schon mal und einen Barkeeper einstellen. Na, dann machen wir das doch. Mitarbeiter, hier unten Barkeeper. Und zwar stellen wir ein den Carlo, die Sonja, Elisabeth. Elisabeth. Ich würde sagen, wir stellen Elisabeth ein. So. Elisabeth macht einen soliden Eindruck. Ja, und dann, ganz ehrlich, wir können noch ein bisschen Deko, warte mal, wir können noch ein bisschen Deko hinmachen. Vielleicht. Bauen, dies, das, Ananas. Was haben wir hier noch? Deko, Dekoration. Hier, guck mal, so ein paar Bilder vielleicht. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Irgend so eine Barschilder oder was. So. Eins dahin, eins. Ist verkehrt rum, ne? Bewegen. Hä?
Was ist das denn für ein komisches Schild? Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Es soll irgendein Plakat sein. So, jetzt haben wir hier noch eine Topfpflanze hin. So, warte mal, hier auf Toilette muss eine Topfpflanze. Nee, warte. Hier kriegt man. Hier machen wir eine Topfpflanze hin. Hier ein Pflänzchen. So. Dann kommt hier. Machen wir hier vorne noch ein Pflänzchen rein. Wie ist das eigentlich mit der Jackenabgabe? So. So. Okay, perfekt. Komm, lass mal erstmal so. Und jetzt würde ich sagen, rein geht's in die Disco. Wir starten unsere erste Disco-Night. Woo, Baby. Ja, Mann. Richtig gut. Okay, guck mal. Zwei Türsteher sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann ist der Kunde. Na gut, der Kundenandrang ist auch gar nicht so groß. Hier oben können wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Aber es kommen noch neue Leute. Es kommen noch neue Leute. Wo kommen die denn alle her überhaupt? Guck mal, da kommt auch noch welche. Zwei Mann. Ja, kommt ihr alle rein in meine Disco. Alle rein hier. So, an der Bar. Guck mal, an der Bar ist auch schon jemand. Longschmöbel nimmt auch jemand in Dings. Ja, das ist doch ein Traum. Das ist doch wirklich ein Traum. Guck mal, bist jetzt nur zufrieden. Na, aktuelle Anzahl neutraler Kunden. 7. Aber wir haben noch keine Unglücklichen. Das müssen wir dazu sagen. Wir haben noch keine Unglücklichen. Alter. Was ist mit ihr denn los? Habt ihr gesehen, wie sie da abgegangen ist gerade? Was macht sie denn für einen Roboter? Alter Schwede, Roboter-Tanz hier, aber ganz, ganz anders. Okay, 11 mittelmäßige Kunden, neutrale Kunden, aber dafür 20 sehr zufriedene Kunden. Okay, das ist jetzt auch gut nach oben gesprungen. Was haben wir? Aktuelle Anzahl belegte Bars inklusive Warteschlange. Aktuelle Anzahl Bars inklusive 10 von 11. Oh mein Gott, stehen die an der Warteschlange an. Das ist ja krass. Tanzfläche hat auf jeden Fall noch Platz. Was haben wir hier? Aktuell belegte Rastplätze. Oh, da könnte man wahrscheinlich noch mehr Lounge-Möbel bauen, tatsächlich. WC 4 von 8. 3 von 8, das läuft ganz gut, so wie es aussieht. Achso, das seht ihr gar nicht. Warte mal, ich mach mal die Kamera hier rüber. So, guck mal, da seht ihr das hier auch. Die Getränke ist nicht so, Trinken ist nicht ganz so gut. Trinken läuft nicht so gedacht, so gut wie gedacht. Aber richtig, die sind auf jeden Fall gut unterwegs hier. Die Bar ist gut voll. Ah, vor allen Dingen hier, an der Bar. Dauert viel zu lange, Leute. Dauert viel zu lange. Türsteher-Minispiel. Was ist das denn? Türsteher-Minispiel. 2.57 Uhr. So, was ist denn hier? Personalausweis, Safe, Yusuf, Thompson, so was zu überprüfen. Ob der Vor- und Nachname auf dem Personalausweis in den Ticket übereinstift. Safe, Yusuf, Safe, Thompson, meine ich doch. Ob der Ausweis noch nicht abgelaufen ist. Warte mal, ich mache mal kurz Pause. Ob der Ablauf noch nicht abgelaufen ist. Vergleich mit dem aktuellen Datum. 1.10. Verfassung 13.04.39. Was haben wir denn? 38. Ob das Stadtdatum Party korrekt ist? Stadtdatum der Party? 1.10.38. 1.10.38. Ob der Clubname im Ticket korrekt ist? Clubname The Vibe. Oh ja, reinlassen. Easy, Mann. Oh, 10 Reputationen haben wir dafür gekriegt? Oh, geile Nummer. So, hier ist irgendwas verschüttet worden. Manuell lösen. Angestellten. Oh, wir können auch anstellen. Gut, sehr gut. Zap, zap, ab. Okidoki. So, wie sieht's aus mit der Veranstaltung? Es ist 5 Uhr. Wollt ihr nicht mal langsam heimgehen? Also wir brauchen definitiv noch eine Barkeeperin. Also da kommen wir nicht drum rum, Leute. Kommen wir auf keinen Fall drum rum. Um noch eine Barkeeperin. Eine ganz wilde Nummer. Eine ganz wilde Nummer. Oh, was? Wir haben 12 unzufriedene... Oh mein Gott. Unzufriedene Kunden, die verärgert sind. 12. Warum? 30 Leute sind in der Disco. Ey, nur wegen der Bar? Ehrlich jetzt? Toiletten sind gut, gut, Sitzplätze aber auch noch nicht so geil. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich glaube, die gehen jetzt langsam alle, oder? Ah, war nicht so geil der Abend, glaube ich. War nicht so geil. Oh, jetzt wird's weniger. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Minus 9 Reputation, aber wir haben immerhin 1100 plus gemacht. Ach, scheiß die Wand an. Naja, ist natürlich nicht so geil. Gut, also Bar lief nicht so gut. Toiletten waren eigentlich ganz geil, fand ich. Bar lief nicht so gut und Möbel waren nicht so gut. Okay, dann müssen wir eine zweite Bar aufmachen. Das nützt alles nichts. Dann würde ich sagen, stellen wir noch eine kleine Bar hier. Wo stellen wir noch eine kleine Bar hin? Vielleicht hier neben die Tanzfläche direkt. So. Ja, dass wir hier noch eine Bar hinstellen. Die Tanzfläche hat auf jeden Fall ausgereicht für die Gäste. Ah, wen stellen wir denn ein? Die Sonja?
weiß nicht, was diese Zeit, Arbeitsleistung 115, ist wahrscheinlich auch besser wie 105. Dann stellen wir mal die Sonja hier ein, dann passt das. Und machen mal hier noch diese Watteschlange hinzu. Okay. 1, 2, 3. So, so, so. Okay. Dann können die hier erstmal alle ganz entspannt sich anstellen. Ich weiß nicht, ob wir die Watteschlange hier vielleicht sogar noch ein bisschen verändern sollten. Okay, warte mal. Dann machen wir die nochmal weg und machen hier den Kollege hin. So. So. Ich glaube, das ist besser, oder? Da kann sich jetzt aber keiner mehr beschweren hier. Wilde Warteschlange auf jeden Fall. Gut, das aber mit den Toiletten, das lief eigentlich ganz gut, fand ich. Wir brauchen noch Lounge-Möbel. Da kommen wir nicht drum rum. Lounge-Möbel. Die sind aber auch... Ja, komm, ich verkaufe die. Ich stelle solche hier hin. Ganz ehrlich, die sind doch 10-mal, sehen die doch besser aus und sind gemütlicher. Hier so eine Couch... Hier so zwei Stück hin. Dann, das würde ich gerne verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann machen wir uns hier vorne, pass mal auf. Dann machen wir uns hier vorne mit den Couches. Hier so ein Lounge-Bereich hier vorne. So direkt nach dem Eingang. So. So vielleicht. Und dann können wir das hier auch nochmal machen. So. Okay, und dann würde ich tatsächlich sagen, Tische. Oder machen wir einen coolen Tisch irgendwie noch dazu. Dann stellen wir hier noch so einen Glastisch rein. So, perfekto. Warte. Einzelne Sessel gibt es ja auch noch. Das ist natürlich auch sexy. Die sind aber alle nicht schön. So ein paar Klappstühle vielleicht. Nee, komm, das lassen wir erstmal. Gut, eine zweite Bar haben wir, das haben wir. Das heißt, das sieht ja eigentlich erstmal ganz gut aus. Mehr brauchen wir nicht. Wir gehen den nächsten Disco-Tag. Rein da, Vollgas. So, jetzt bin ich aber richtig gespannt. Kommt rein in meine Disco, Freunde. Jawohl, gleich direkt auf Lounge-Möbel. Die geht direkt abgrooven hier. Die zwei Kollegen gehen auch direkt tanzen. So, warte mal, ich hau euch das Bild wieder rüber, dann seht ihr das auch besser. Hier, Schickadelic, Baby. Toilette. Jetzt laufen bestimmt die Toiletten voll oder so. Was war denn das jetzt? Ein Türsteher-Minispiel. Stop in the name of love. So, wen haben wir denn? Miles Taylor, männlich. The Vibe, das passt. Geburtsdatum 42 läuft ab. Das passt auch. Ticket 2.10. 21 Uhr. 2.10. 21 Uhr. Reinlassen. Was? 15.09.24. Mit was hätte ich das denn vergleichen sollen? Warum so... Volljähriger Kunde, 18 Jahre... Ach, der ist kein 18. Scheiße, der ist kein 18. Schlafender Kunde? Was? Aber sowas von gar nicht wird hier abgepennt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ey, komm, wie lange dauert das denn bitte? Hallo? So, verschütteter Alkohol. Alolol. Junge. Wir brauchen unbedingt eine Putzkraft, ey. Das geht sich nicht anders aus. Wir brauchen definitiv eine Putzkraft. So, Alolol verschüttelt haben wir auch geklärt. Hier haben wir auch noch einen schlafenden Kunden. Ah, warte mal, das kann ich auch die Tür... Keiner von euch angestellt für diesen Vorfall. Okay, aber wer macht das denn? Der Türsteher kann doch den schlafenden Kunden nehmen und kann den doch rausschmeißen. Oder bin ich jetzt doof? Eigentlich kann das doch der Türsteher machen. Guck mal. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Getränke sieht sehr gut aus. WC läuft ein bisschen voll, aber geht noch. Tanzfläche ist easy. Was waren das andere? 9 von 16 hier. Warte mal, was war das denn? Aber wir haben auf jeden Fall 30 sehr zufriedene Kunden. Also die scheinen alle gut abzugehen. Warte mal, was war das denn hier? Rastplätze. 14 von 16. Oh, da können wir sogar noch welche bauen. Guck mal, die Schlangen halten sich in Grenzen. Die kriegen das zu zweit sehr gut in den Griff. Kann man wirklich nichts sagen. Verschütteter Alkohol. Ach, hier auch noch. Ja, dann machen wir das auch noch weg. Komm. Kein Toilettenpapier. Leck mich doch am Arsch. Ey, jetzt muss ich sogar noch um die Hütte hier kümmern. Ums Toilettenpapier. Was ist da denn los? Ja, daneben geschissen, weil kein Toilettenpapier da ist. Okay. Da
Das ist erledigt. Wo haben wir hier noch was? Meine Güte, ey, Leute. Ach, es kann aber sein, umso schneller man das abarbeitet, umso kürzer dauert das. Tatsächlich. So, jetzt müssen wir die Zeit aber mal auf 3 laufen lassen hier. Ah, guck mal, dann geht das auch schneller. Ich bin aber auch ein Trottel. Dashboard für Veranstaltungen. Schlafender Kunde. Raus aus meiner Disco, Junge. Pennen kannst du zu Hause. Darf ja wohl nicht wahr sein. So. Ist schon 4 Uhr übrigens. Oh, 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 oh. Jetzt geht's aber ab. Moment, stopp. Was haben wir jetzt hier? Rezepte. Sweet Scorpion. Bestellung eines Kunden. Muss ich jetzt auch noch selber an der Bar hier arbeiten oder was? Insane Mobster Sweet Scorpion. Da brauchen wir den Kollege. Den Kollege. Den Kollege. Und den Kollege. Perfekt. $700. War aber ein teurer. War aber ein teurer Cocktail. Das muss man jetzt mal so sagen. So, den einmal wegmachen hier. Wieder verschüttet. Oh, schon wieder Cocktailbestellung. So, der pennt schon wieder. Och, Leute. Der Sache wirst du gar nicht her hier. Hier pennt der Nächste. Warum pennen die denn alle in meiner Disco? Ist die Mucke so leise oder was? Dreht aber richtig auf, DJ. Es kann ja nicht sein, dass die hier schlafen. So, 8 Uhr, Feierabend. Keine unzufriedenen Kunden. Wie geil ist das denn? Das war ja richtig gut. 32 begeisterte, 1 zufriedene Kunde. Mua. A la Bonheur, Leute. Wir haben $2.100 eingenommen. Das ist perfekto. So, das heißt, wir können einmal fortfahren. Jetzt ist die große Preisfrage. Was können wir dann eigentlich hier noch Schönes... Ach, guck mal, Lautsprecher. Lautsprecher haben wir noch gar nicht an die Wand gehangen. Da können wir die Bude nämlich hier noch beschallen, wie weiß ich nicht was. Warte mal, ich hätte gerne einen Wandlautsprecher. Ah, das ist ja geil. Warte mal, da noch ein Lautsprecher. Dann hängen wir auf jeden Fall einen hier hinter die Bar. Geht das nicht? Vielleicht die 2 kleinen? In die Toilette? Eigentlich auch eine geile Idee, ne? Eigentlich auch eine geile Idee. So, Lautsprecher in die Toilette rein. Ach, das sind so Lautsprecher, die stehen so auf dem Boden. Okay, warte mal. Die können wir auch gebrauchen. Oh, ich komme hier nicht klar mit dieser Rumdreherei. So, dann stellen wir mal hier einen hin. Hätte ich gern gemacht eigentlich. Oder hier und hier. So, dann noch so einen Hängelautsprecher vielleicht hier auf die Seite. Nee, hier im Lounge-Bereich, glaube ich, ist das eher praktisch. So. Und hier noch ein. Und hier noch ein. So, das sieht doch gut aus. Und dann machen wir auch. Ah, das ist aber jetzt auch die Frage, ob die vielleicht gar nicht überall Mucke wollen. Ne? Das ist nämlich auch so ein Ding. Vielleicht wollen die nämlich gar nicht überall Mucke und das ist gar nicht so vom Vorteil. Warte mal, können wir jetzt hier irgendwas anderes mal hier noch bauen? Ein Sessel, mittlerer Tisch, Tanzfläche, Lautsprecher, Bühne. Wieso habe ich denn keine Bühne? Ich würde gerne eine Bühne bauen. Bodyguard-Station, Station für Reinigungskraft. Haben wir auch alles noch nicht. Ja, dann können wir eigentlich nur wieder reingehen in die Disco. Und können... Erwartete Anzahl von Kunden 38. Ja, sollte ja eigentlich hinhauen, oder? Oh, das mit den Toiletten wird irgendwann problematisch. Dann statt mal Disco. Disco-Time. Disco-Time, Leute. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, rein in die warme Stube, Leute. Abdancen, abkufen und was zu trinken holen. Und ein bisschen launchen. Hätten wir eigentlich auch noch ein paar Möbel hinstellen können, ne? Bisschen Launch-Möbel noch. So, Streit. Was, wo? Verpiss dich. Du hältst den ganzen Verkehr hier auf. Mach einen Abflug, Mann. Darf ja wohl nicht wahr sein. Während der Tür schon streitet, kommt gar nicht rein. Während der Tür rumstreitet, kommt gar nicht rein in die Disco. So ein Ding ist das. 10 von 16, Toiletten 3 von 8, 5 von 8, 12 von 16, oh, Lounge-Möbel füllen sich langsam, Toiletten auch voll, 7 von 8, eieieiei. Vielleicht sollten wir Toiletten auch hier den Wattebereich noch ein bisschen vergrößern. Oh, hier ist eine kaputt, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Die müssen wir reparieren, ganz, ganz flott. So, dann einen Cocktail mixen. Was ein Hot Beach. Wo ist denn der Hot Beach hier? Hot Beach. Brauchen wir den Kollege,
den Kollege oder was? Okay, perfekt. So, dann einmal hier aufräumen. Boah, ich muss unbedingt die Reinigungskraft einstellen, Leute. Da kommen wir nicht drum rum. Es ist schon wieder 3 Uhr hier in der Disco, in unserer Disco-Nacht. Komm, mach das sauber jetzt. So. Oh, es sieht aber, bis jetzt sieht es echt ganz gut aus. Bis jetzt sieht es wirklich gut aus. Oh, der ist schon wieder eingepennt. Also bis jetzt macht das alles einen sehr guten Eindruck, Leute. Ich weiß auch nicht, warum der Disco, aber eigentlich sind wir mal ganz ehrlich, so eine Disco muss ja ein bisschen schäbig sein. Also eine Disco, wo der Fußboden nicht klebt, das ist keine gute Disco, Leute. Da ist da auch nicht ordentlich gefeiert worden. Da war das eine lahme Veranstaltung. In der Disco muss der Fußboden kleben. Aber richtig abkleben muss der. Oh, wir haben unzufriedene Kunden, warum? Wir haben unzufriedene Kunden, warum? Haben wir nicht genug Lounge-Möbel oder Toiletten? Lounge-Möbel oder Toiletten, eins von beiden ist es auf jeden Fall. Ach, hier wieder einer, kein Toilettenpapier. Warte, kriegst du. So, und das nächste Abfall. Oh, da kommst du gar nicht hinterher hier. Ja, mein Gott, was soll ich denn noch alles machen? Oh, wir brauchen Reinigungskraft, Leute. Ich weiß aber nicht, ab wann wir die freischalten. Ich weiß nicht, ab wann wir die freischalten. Hier, zwei Mann auf die Disco gekotzt. Ja, da könnt ihr jetzt so viel, betrunkener Kunde. Ja, Moment. Och. Kann ich nicht hier meine Security? Warum macht denn das meine Security nicht? Verdammt nochmal. 8 Uhr, es war's, ist vorbei. Oh, das lief nicht so gut. Aber wir haben 44 Erfahrungspunkte gekriegt. Das passt ja schon mal. So, haben wir irgendwas freigeschaltet? Clubanforderungen? Das passt ja eigentlich alles soweit. Dann würde ich fast mal... Warte mal. Erfordert fortgeschrittener Mitarbeiter-Upgrade. Club-Eingang. Level 1. Warte mal. Level 1. Wie kann ich das denn? Kann ich das irgendwie leveln? PC. Hier haben wir es doch. 500 Ruf. Disco-Levels. So, pass auf. Voraussetzungen. Level 1. 500 Ruf. 500... Dekoration, 5 freigeschaltete Upgrades. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen was Dekoration. 10 plus 10 Ticketpreis. Okay. Nein! 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 Ich wollte das nicht! Nein! Mist! Okay, ich überspringe den Tag. Moment. So, Leute, der Tag ist rum. Der Tag ist rum. Ich habe wieder nochmal, guck mal, ich habe immerhin, aber die Kunden, also wir hatten schon 43 Kunden insgesamt. Wir haben auch gut Plus gemacht, aber ich kann euch sagen, wir müssen jetzt definitiv an der Disco hier ein bisschen was umstellen. So, pass mal auf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir leveltechnisch hier irgendwie ein bisschen vorankommen. Veranstaltung, Veranstaltung, Disco-Upgrade erforderlich. 3000, ja, ich würde ja gerne meine Disco upgraden. Wenn mir mal irgendjemand verraten würde, wie das hier funktioniert. Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwie muss doch hier meine bauen. Das kann ja nicht wahr sein. Disco. Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Verbessert. Möbel, Bar und so weiter und so fort. Perfekt. Okay, pass mal auf. Dann verbessern wir erstmal unsere Angestellten. Dann verbessern wir die Ausstattung. Die Kohle haben wir ja. Und die Disco an sich können wir auch verbessern. Scheinereignisse frei. Was haben wir dann? Gutes Disco. Gutes Disco. Basis-Disco. So, dann schalten wir erstmal... Oh, DJ mit Dings können wir dann einstellen. Bar, jetzt verbraten wir aber auch Kohle hier. So, komm, dann machen wir das mal noch. Perfekt. Dann haben wir das erstmal freigeschaltet. So, pass auf. Jetzt ist die Frage, können wir... Können wir jetzt andere Sachen bauen? Oh, guck mal, jetzt haben wir hier Bodyguard-Station, Station für Reinigungskraft. Das ist ja geil. Okay, warte mal. Station für Reinigungskraft, maximal 1, maximal 2. Na, dann würde ich sagen, die bauen wir doch direkt hier vorne hin. So, bewegen. Den Kollege stellen wir da hin. Bewegen. Eigentlich, genau, einmal... Warte mal, dann Reinigungskraft für 2. Dann würde ich sagen, machen wir das einmal.
Das wird. Geht das denn? Kann ich den die Wand hier überhaupt ziehen? Warte mal, warte mal, warte mal. Bauen, Wände. Kann die Wand hier gar nicht bauen irgendwie. Nee. Das wollte ich gar nicht. Guck mal, die Wand kann ich gar nicht bauen, wegen der Tür wahrscheinlich. Ah, das ist aber eine miese Nummer. Dann müssen wir es so machen. Und die Wand würde ich ganz gerne abreißen. Wände. Gegenstand verkaufen. Kriege ich denn die Wand weg? Moment. So, Leute, ich habe alles rausgequetscht, was ging am Konto. Wir sind komplett auf Null. Ich habe jetzt hier nur so eine Räumlichkeit gebaut. Da war zweimal Security und zweimal Putzangestellte drin, also Putzfrauen drin. Mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Lichter hingemacht. Ich habe die Bar vergrößert. Das heißt, wir haben jetzt drei Barangestellte insgesamt. Hier hinten ist eine große Bar. Ich habe noch Lounge-Möbel dazu gebaut. Habe hier ein bisschen Deko-Meko gemacht und das ganze Zeug. Und wir haben 49 Besucher erwartet. Ich würde sagen, wir starten mal rein in unseren Disco-Abend. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, wer jetzt hier heute so Schönes kommt. Wir haben zwei Securities, zwei Putzkräfte. Ich bin auch sehr gespannt, ob die das jetzt gemanagt kriegen. Bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Wird eine interessante Sache werden, glaube ich. Was haben wir hier? Oh, warte mal. Was habt ihr? Dean Scott, The Vibe. Geburtsdatum 2010. Das passt easy. Verfallsdatum 43 passt auch. Am 5.10. passt auch. Vibe, Club. Ja, würde ich jetzt mal reinlassen. Sehr gut. Wunderbärchen. So, gucken wir mal, wie viele Gäste heute kommen. Der Raum hier gefällt mir noch nicht so ganz, muss ich ehrlich zugeben. Da bin ich auch noch nicht sicher, wie ich das machen werde. Ob ich den vielleicht nochmal abreiße und vielleicht irgendwie auf die Ecke hier hinten baue. Aber da müssen wir alles umbauen. Die Disco ist nicht sehr groß. Also die ist wirklich nicht sehr groß. Muss man dazu sagen. 14 Leute WC. Achso, da habe ich auch noch ein bisschen erweitert die Warteschlange. 33 Leute können jetzt, haben wir eine Warteschlange bei den Getränken. 18 Lounge-Möbel haben wir. So, abfalltechnisch. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt müssen die das ja eigentlich sauber machen, oder? Ah, guck mal, jetzt gehen die hier. Machen die das jetzt sauber? Angestellte hinschicken. Perfekt. Machen die das jetzt? Ja, die machen das. Perfekt, perfekt. So, auch hier Angestellte hinschicken. Ja, das sieht ja richtig gut aus. Ich glaube, das wird erledigt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auch der, ja, Security steht auf, geht hin. Perfekt und macht und kümmert sich um den Kollegen. So, hier genau das Gleiche. So, was haben wir noch? Ne, sieht gut aus. Boah, das ist natürlich geil. Da wäre mir der Sache natürlich viel besser her. So, was haben wir denn hier? Calvin Harris, 2005 geboren, das passt vom Alter her, der ist 28.06.39, passt auch, Vibe, am 5.10. rein damit. Rein mit dir, Kollege. Nein, so und so. Perfekt. Wo haben wir noch was? Hier. Oh, jetzt kriegen wir das richtig gut in den Griff. Guck mal, wir haben nur einen. Wir haben 40 begeisterte Gäste. 40 begeisterte Gäste. Das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Ich habe natürlich hier noch so ein paar Neonschilder und ein bisschen Deko aufgehangen und den ganzen Fasching. Ich denke, ja, das macht die Disco um einiges schicker nochmal. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ob wir so ein kleines Resümee nach einer halben Stunde spielen oder so knapp eine Stunde, muss ich wirklich sagen... Gefällt mir sehr gut, macht echt Spaß. Du kannst hier bauen, es ist so ein bisschen Sims-mäßig. Du hast ein paar Sachen, auf die du achten musst. Du kannst deine Disco ja auch noch ausbauen, vergrößern und der ganze Fasching. Also das ist schon wirklich eine coole Sache, muss man echt sagen. Also wirklich eine coole Sache. Macht Spaß. Mir macht Spaß. Ich finde es ein klasse Simulator. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele Discos hier noch gibt, wie viele Manager es gibt. Wir haben ja noch nicht mal einen DJ sozusagen. Dann glaube ich, dann wird das noch richtig spannend hier. So, hier einmal Putzi machen. Das alles noch weg. Und dann haben wir es gleich 8 Uhr und dann ist unser Tag auch schon wieder abgeschlossen. So, das war's. Raus aus dem Haus. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
Doch, wir hatten 104 haben wir dazu bekommen. Das ist saustark. 2800 Geld haben wir eingenommen. Das ist natürlich nicht ganz so gut, weil wir relativ hohe Personalkosten haben. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich würde sagen, sieht ganz gut aus. Unsere Disco ist eigentlich schickimicki. 500 Ruf, 500 Dekoration. 500 Ruf brauchen wir noch und 5 freigeschaltete Upgrades. Okay, dann müssen wir tatsächlich nochmal schauen bei den Upgrades. Die Lounge-Möbel könnten wir noch freischalten. Dann könnten wir sozusagen unsere Disco in ein höheres Level bringen. Und Level zeigen allgemein Vorstellungen des Clubs an dieses Level. Die Kosten für den Club Eintrittskarten verleihen Club neuen Prestigestufen. Kunden erleichtern, den Club zu überzeugen. Okay, das heißt mehr Kunden und so weiter und so fort. Gut, ich würde aber die Sache erstmal beenden. Das war's mit DJ Manus in der eigenen Disco, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.